Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu der nächsten Doku. Heute haben wir den 25.05.2018, der Freitag. Es hat sich aktuell eine Gewitterzelle über uns ausgebildet. Die können Sie hier deutlich erkennen, besonders auch hier hat sich eine Gewitterzelle über uns ausgebildet. Es ist Hagel mit dabei, Sturmböen und erheblichen Starkregen. Wir gehen jetzt wieder zu unserem Beobachtungspunkt, meine Damen und Herren, um die Blitze abzufangen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Gewitterlage. Es wird jetzt gleich richtig wüten. Leute, schaut euch jetzt das mal an. Das ist hier die Gewitterzelle. Seht ihr das? Es ging innerhalb von ein paar Minuten, hat sich das hier gebildet, innerhalb von ein paar Sekunden. Wir sind in Warnstufe Rot. Also, die Sonne scheint noch kurzzeitig, aber gleich nicht mehr. Achtung, es krummelt leicht. Oh, jetzt wird's windig, meine Damen und Herren, jetzt wird's windig. Schaut euch diese Gewitterzelle hier an. Genau diese Zelle hier, da, die. Bis da. Hier ist eine Gewitterzelle. Aber wo blitzt es, meine Damen und Herren? Achtung, ich glaube, ich muss jetzt mal nach unten. Oh Leute, schaut euch mal das an hier. Oh, es ist ganz schön windig. So, ich werde jetzt hier mal stehen bleiben. Weil, oh Leute, schaut euch mal das an. Das nenne ich mal eine Gewitterfront vom Feinsten. Ja, diese Gewitterzelle hat sich innerhalb von 10 Minuten hier ausgebildet, aber schlagartig. Diese Gewitterzelle ziehen ziemlich langsam, aber bilden sich ziemlich schlagartig schnell, sodass sich innerhalb von kurzer Zeit Regensummen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter zusammensetzen kann. Und das ist jetzt mal eine Tagesdoku, meine Damen und Herren. Tagesgewitter. Leute, schaut euch mal das an hier. Schaut euch mal das an. Das zieht sich komplett zusammen. Seht ihr das? Okay. Meine Damen und Herren, solange es jetzt nicht anfängt zu regnen,
werden wir mal schnell kurz den Blitz abfangen. Kriegen wir einen drauf oder kriegen wir keinen drauf? Gleich geht's los, meine Damen und Herren, gleich fängt's Regnen an. Es sieht sehr gefährlich aus, also es ist sehr spektakulär. Diese Wolkenform da, die da, oh, das ist unfassbar, schau dich mal das an. Oh ja, jetzt hat's geblitzt. Achtung, Donner. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Meine Damen und Herren, schaut euch mal die Bäume an. Habt ihr den Knall eben gerade gehört? Da ist es komplett schwarz hier, komplett diese Richtung. Es ist schon echt Wahnsinn. Oha. Gut, Leute, es blitzt jetzt momentan hier. Wir sollten uns am besten jetzt nach unten stellen. Denn die Blitze werden langsam gefährlich. Ich gehe bloß schon mal zu meinem Beobachtungspunkt. Denn es wird jetzt hier gleich richtig abgehen. Wir stellen uns hier noch unten her. Dann kann man es besser filmen. Da bin ich jetzt geschützt vor den Blitzen. Hätte ich nicht geglaubt, dass das jetzt gewittert. Aber da merkt man schon wieder, dass die Wolken zu viel Energie haben. Es war auch heute wieder ziemlich warm. 28 Grad hatten wir jetzt vorher. Und jetzt, glaube ich, wird es abkühlen. Und morgen Leute, schaut euch das an. Jetzt fängt es an zu regnen. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Boah, ist das krank. Boah. Das ist unfassbar. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu krass.
Ich habe aber aufs Regenradar geschaut von Wetter Online und da bilden sich verdammt viele rote, violetten Punkten über uns, über Ingolstadt. Also ziemlich starke Zellen. Besonders, meine Damen und Herren, muss wieder vor Blitz. Die Blitzgefahr ist wieder ziemlich extrem hoch. Wir müssen auf. Oha. Nochmal kurz zu diesen. Und hier schaut es auch schon ziemlich bewölkt aus, aber das ist hier die ganze Front hier. So, meine Damen und Herren. Es scheppert nicht schlecht. Oh. Seht ihr das? Es regnet. Egal, ich stehe hier unter einem Wohnungseingangshaus. Ich würde einfach mal sagen, Intensio, los geht's! Das Gewitter von gestern war relativ stark.
Das haben Sie ja bei der letzten Doku gesehen. Also die Frage ist, das war ein Linienblitz, den habe ich drauf, der war direkt hier. Nochmal zu meiner Frage, wie entsteht eigentlich so ein Gewitter? Ganz einfach, wenn warm und kalt zusammenkommen, warme Luft und kalte Luft, dann entstehen in der Atmosphäre dicke, fette Quellwolken, die werden dann dunkel und die weiten sich dann zu einem Gewitter aus. Da muss die Konvergenz stimmen. Die Taupunkte, dann die Temperatur, die Schwüle, dann der Dampf. So, meine Damen und Herren, der Regen wird jetzt stärker. Achtung! Intensio, los geht's, Starkregen. Jetzt aber. Oh. Oh. Eure Leute. Oha, Achtung, es hat geblitzt. Oha, oh, fuck. Oha.
Leute, schaut euch mal den Starkregen an. Oha. Oh. Oha. Oha. Oh fuck. Oha, Leute, Alter, hey. Wahnsinn, Leute, das ist unfassbar, wie das hier schüttet. Unfassbar. Leute, das ist... Oha! Schaut euch mal das an. Gott. Gott. So Leute, im Moment schaut das Gewitter so aus. Besonders da hinten, da, der Punkt da. Aber es schüttet immer noch aus Eimern. Oh oh, oh oh, Leute, es wird wieder stärker. Achtung! Oha, Achtung! Wieder geblitzt! Oh oh, Leute, das wird wieder, oh oh. Schön, dass man das so knallen hört, gell, meine Damen und Herren. Das ist einfach der Wahnsinn. Hier werden wir in Zukunft öfter stehen. Oha. Meine Damen und Herren, ich stehe direkt hier unter einem Haus. Ja.
Und ich kann jetzt hier nicht an die Treppe gehen, weil es regnet hier zu stark. Ich werde nass und das Handy wird auch nass. Deswegen werden wir das Beobachten mal nach drin verlagern. Schön, dass ich wieder ein Tagesgewitter bekomme. Endlich mal das erste in diesem Jahr. Und nicht immer nur nachts. Achtung, Knall. Es hat gedonnert, es hat geblitzt. Meine Damen und Herren, warum das hier so knallt, das sind diese Cumulumbus-Wolken, oder wie man die nennt, Cumulumbus, und die haben eine Menge Energie. Oha! Solange das hier pisst, meine Damen und Herren, kann ich hier nicht weg. Das ist... Oh, Leute, schaut euch mal das an. Oha. Da pisst es aus dem Rohr raus. Schaut euch das mal an. Das hier. Geil. Mega geil. Oh, es hat wieder geblitzt. Achtung! Seht ihr das? LOL! Oha. Also der Donner war nicht schlecht. Ich denke mal, da kommt heute nochmal ein Gewitter. Spätestens abends eventuell, wenn ich Glück habe. Habe ich auf dem Regenradar gesehen. Wenn ich Glück habe, erwischt mich noch ein zweites. Aber es knallt schon seit 3 Tagen so richtig extrem heftig. Also gestern auch, haben Sie bei der letzten Doku ja erlebt, wie es hier geblitzt hat. Das gestern von, also der 24.05. um 22.30 Uhr. So, Leute, schaut euch das nochmal an. Oh, da hat einer einen Drang zu pissen. So, momentan ist es hier richtig dicht bewölkt. So, meine lieben Damen und Herren. Das war's. Ich verabschiede mich auch von hier aus und wünsche euch viel Spaß mit dieser Doku. Wünscht euer Patrick.
aus Ingolstadt, Bayern.